Hallo Leute, willkommen bei diesem LS22 Prüfstand Video. In diesem Video will ich der Frage nachgehen, ob man Fleischrinder alleine mit Gras genauso groß und stark kriegt wie mit totaler Mischration. Dazu habe ich hier einen Versuchsaufbau gemacht. Wie ihr seht, lauter Kuhställe. Und hier links sind lauter Angusrinder, die erwachsen sind. Pro Stall jeweils 10 Stück. In dem einen müssen wir die noch kaufen. Und die haben je nach Stall unterschiedliches Futter. Und hier rechts sind lauter sehr junge Angusrinder, die noch heranwachsen müssen. Und auch jeweils 10 pro Stall. Und die haben auch immer unterschiedliches Futter. Das gehen wir noch einzeln durch. Und da es zwei Rassen von Fleischrindern gibt im LS22, habe ich da ganz hinten noch eine Kontrollgruppe mit Limousin-Rindern. Die sind erwachsen und fressen Gras. Und ich dachte mir, ich mache nur mal für eine Sache Kontrollgruppe, sonst hätte ich 12 Ställe aufstellen müssen. Und ich denke mal, mit diesen 7 Ställen sind wir eigentlich schon genug beschäftigt. Und wenn das irgendwie abweicht, dann muss ich die Limousin-Kühe halt nochmal extra überprüfen. So, jetzt kaufen wir hier mal erwachsene Angusrinder. So, da haben wir hier die Angusrinder. Also es geht um die Angusrinder und um die Limousin-Rinder. Und jetzt kaufen wir hier erstmal 10 Stück. Jawohl. So, wunderbar. Das sind jetzt die Erwachsenen. Die sind schon 18 Monate alt und die haben eine Tragzeit von 10 Monaten. Das heißt, theoretisch müssten die in 10 Monaten sich verdoppeln. Dann haben wir plötzlich 20 Rinder drin, wenn alles gut geht. So, und in diesem Stall haben die totale Mischration zum Fressen und sind ordentlich mit Stroh versorgt. Da kommen sie auch schon angerannt. So. Und hier. Also das ist im Prinzip das Züchterexperiment. Vermehren die sich gut. Hier in der Reihe machen wir das Mästexperiment. Wachsen die gut? So, da kaufen wir die billigsten. Die 300 Euro kosten. Die sind 0 Monate alt und die müssen halt erstmal 18 Monate alt werden, bis sie geschlechtsreif werden. Ja, die werden halt nach und nach größer und wertvoller. Auch 10 Stück. In die Ställe passen zwar 40 Tiere rein, aber ich dachte mir, mit 10 Stück rechnet sich das schön einfach. Und ja, wenn die da drüben einen Vermehrungskoller kriegen, ist der Stall auch nicht so schnell überfüllt. Ich habe überall das Futter schon reingepackt und auch das Stroh. Nur hier fehlt die totale Mischration noch. Da wollte ich euch einen lustigen Effekt zeigen. Sozusagen der Nachteil dieser wunderschönen Stelle, wo man reinfährt zum Füttern. Jo, und mir ist bewusst, ich könnte das jetzt natürlich in kleinen Portionen da reinkippen. Dann würde das nicht passieren. Also immer alle 5000 Liter mal wieder runter machen, dann verkantet sich das nicht so krass. Aber ich wollte euch diesen lustigen Effekt mal zeigen. Ich finde die Stelle zwar wunderschön, aber die Stelle, wo man draußen gefüttert hat im LS19, haben diese Probleme nicht gemacht. Okay, jetzt haben wir hier überall jeweils einen Hänger voll Futter drin. So. Im Stall kann man jetzt leider gar nicht sehen, welches Futter es ist. Da steht nur Nahrung. 22.500 Liter. Aber wir können hier gucken. Ich habe die ganzen Ställe benannt, damit ich die nicht durcheinander bringe. Also, hier haben wir Angus Altgras. Das ist da vorne. Das ist Angus Altgras. Steht hier auch, wenn man da hinkommt, Angus Altgras. Und die haben
22.500 Liter Gras gekriegt und es sind 10 Angus-Kühe drin und die sind 923 Euro wert. Bei dem Angus-Junggras, die sind nur 92 Euro wert und die haben auch viel Gras gekriegt. Dann haben wir hier Angus-Jung-Heu, sind auch nicht viel wert und die haben nur Heu. Und Angus-Altheu, die sind mehr wert und die haben auch Heu drin. Und da haben wir die mit der totalen Mischration. Die Menge ist jeweils die gleiche. Und dann haben wir hier noch die Limousin-Kühe. Die haben die gleiche Menge Futter und sind auch das gleiche Wert wie die anderen Kühe. Sie sehen nur ein bisschen anders aus. Und da werden wir sehen, ob die sich unterscheiden von diesen hier, was ihr Fortpflanzungs- und Wachs- und Wertvollsein Verhalten angeht oder ob sie mehr oder weniger fressen. So, wie bin ich überhaupt auf die verrückte Idee gekommen, das hier so zu testen? Ihr habt mir in die Kommentare geschrieben, dass wenn man die Hilfe aufmerksam studiert, dann kriegt man eine interessante Information. Und zwar steht hier bei den Tierarten, totale Mischrationen sind das beste Futter für Kühe, um deren Milchproduktion zu maximieren. Wenn man das genau nimmt, heißt das, das betrifft nur Milchkühe. Und das will ich wissen, ob das tatsächlich stimmt. Hier finde ich noch einen sehr interessanten Satz. Braunswiss- und Holsteinkühe werden für die Milchviehhaltung eingesetzt, soweit okay, während Angus und Limousin nur aus Profitgründen gezüchtet werden. Milchproduktion ist auch aus Profitgründen? Ich finde die Formulierung etwas drollig. So, aber das soll uns jetzt nicht weiter abhalten. Jetzt gucken wir uns das mit dem Futter nochmal an, denn ich wette, vielen von euch ist nicht klar, wie sich Kühe prinzipiell ernähren. Und zwar, Kühe haben ein serielles Essverhalten. Das ist anders als zum Beispiel bei Schweinen. Und zwar, wenn die mehrere Futter hier kriegen, also wenn man ihnen von allem was reinkippen würde, würden sie nur und immer nur Mischration fressen. Nie Heu und nie Gras. Das würde einfach immer gleich bleiben. Außer die Mischration ist alle, dann fangen sie an, das Heu zu fressen. Und wenn dann das Heu alle ist, fangen sie an, Gras zu fressen. Das heißt, wenn ich jetzt beispielsweise Gras und Heu reingeben würde, würde ich nicht auf 120% kommen. Damit ist die Produktivität gemeint, die man hier sieht, sondern es zählt immer nur das Höhere. Also wenn ich Heu und Gras drin habe, dann ist es 80% Produktivität. Und wenn ich Mischration und Gras drin habe, ist es 100%, weil sie immer nur das Höherwertige fressen. Und das andere lassen sie einfach liegen. Das blockiert einfach nur den Futtertrog. Darum habe ich keine Mischungen von Futter reingemacht, sondern das hat hier bei jedem, bei jeder Gruppe haben die immer nur eine Futterart gekriegt. So, das nur mal zur Klärung. Dann wundert ihr euch vielleicht, warum jetzt hier die Produktivität auf Null ist. Auch die Gesundheit ist auf Null. Das liegt daran, dass die ganz neu sind. Wenn wir morgen aufwachen, dürfte die Gesundheit auf 100% sein, nehme ich an. Und die Produktivität ist dann vermutlich entsprechend des Futters. Aber da die ja nie Milch geben, spielt das ja eventuell keine Rolle. Die Frage ist, geben sie vielleicht mehr Gülle, wenn sie produktiver sind? Oder werden sie schneller wertvoll? Das ist hier vor allem bei den bisherigen Billigrindern interessant, die wir praktisch nur mästen. Ja, das sind so die interessanten Sachen. Ich werde also Tag für Tag hier reinschauen und gucken, wie sich das verändert.
Und ich werde Tag für Tag in einer Excel-Tabelle die Preise für Silage, Gras, Heu und Stroh aufschreiben und dabei auch ausrechnen, wie viel die totale Mischration kostet. Die ist hier nämlich nicht mit drin. Und ich setze die totale Mischration zusammen aus zwei Teile Heu, ein Teil Silage und ein Teil Stroh. Das ist die billigste Variante, um an totale Mischration zu kommen. Man könnte auch mehr Silage und weniger Heu nehmen, aber dann würde die teurer sein. Und ja, ich denke mal, ein Landwirt, der aus Profitgründen Rinder züchtet, achtet natürlich auf den Futterpreis. Ja, und interessant ist das Ganze, weil hier, Silage ist relativ teuer. Das ist jetzt hier ein normales Preisniveau. Und Gras ist viel, viel billiger. Und Heu ist meistens etwas teurer als Gras. Aber vor allem macht Heu sehr viel mehr Arbeit in der Gewinnung. Also wenn es reichen würde, die Rinder nur mit Gras ordentlich groß zu mästen und zur Fortpflanzung anzuregen, dann wäre das die preiswerteste Methode und dann man hätte den größten Profit. So, ich gehe jetzt mal schlafen und dann sehen wir uns wieder. So, wir haben September. Ich habe mir schon die aktuellen Preise aufgeschrieben. Ich nehme immer die höchsten Preise, denn wenn ich jetzt, sagen wir mal, Gras ernten würde, um das zu verkaufen, würde ich es ja dort verkaufen, wo der höchste Preis geboten ist. Und die Alternative ist, gebe ich es den Rindern, um mehr aus dem Gras zu machen, oder verkaufe ich es direkt. Und darum nehme ich die höchsten Verkaufspreise jeweils, damit wir da einen am Schluss auch noch sehen können, lohnt sich das Ganze überhaupt. Aber jetzt schauen wir mal, wie es unseren Rindern geht. Die sehen ganz zufrieden aus. Und ich denke mal, den besten Überblick kriegen wir hier im Menü. Aber man sollte auch ab und zu mal bei den Kühen gucken. Ja, die haben immerhin schon 175 Liter Gülle gemacht. Das ist auch ein Faktor, der eine gewisse Rolle spielt. Das sollte ich mir wohl auch noch zusätzlich notieren. Jetzt schauen wir mal bei den Tieren. Fangen wir einfach mal hier hinten an. Und zwar nehmen wir erstmal die Alten, die totale Mischration gekriegt haben. Die sind jetzt, wie erhofft, mit ihrer Gesundheit auf 10%. Und die haben Produktivität 89%. Eigentlich müssten sie 100% haben. Warum auch immer. Aber die Produktivität ist ganz gut. Natürlich haben sie keine Milch produziert, aber ordentlich Gülle. Das sollte ich mir auf alle Fälle auch aufschreiben. Auch den Strohverbrauch. Ich hätte jetzt natürlich auch überall noch Misthaufen hinmachen können, aber ich dachte mir, es geht ja hauptsächlich darum, gedeihen die Rinder bei dem Grasfüttern genauso gut wie bei der TMR, totalen Mischrationfütterung. Und das andere Zahlenwerk ist ein Nebenprodukt. Ich wollte jetzt keine 100%ige Allround-Zahlenanalyse über Fleischrinder machen, mit 10 Bildschirmseiten voll gespickt mit Zahlen. Am Schluss kriegen wir sowieso mehr Zahlen, als wir sehen wollen, nehme ich an. Ja, also 10% haben die sich schon reproduziert. Sie sind also schwanger, könnte man sagen, trächtig. Und sie haben so viel gefressen, dass jetzt noch 18.000 übrig sind. Die Jungen haben immerhin schon 5% bis zur Geschlechtsreife erreicht. Sie sind auch produktiv. Sie haben bei weitem nicht so viel Gülle produziert und sie haben auch deutlich weniger gefressen. Jetzt gucken wir die alten Heufresser an.
Die haben genauso viel gefressen wie die alten TMR-Fresser. Die haben eine Produktivität von null. Das ist ja interessant. Obwohl die eigentlich 80% haben müssen. Sie haben mehr als genug Stroh. Die brauchen eigentlich nur Stroh und was zu fressen. Aber die Produktivität ist auf null. Die Gesundheit ist auf 72%. Vielleicht wird das ja noch besser. Sie haben noch nicht angefangen, sich zu reproduzieren. Das finde ich interessant. Und sie haben weniger Gülle produziert. Hier haben wir 2000 Liter und hier haben wir 2500 Liter. Okay, jetzt gucken wir die jungen Heufresser an. Die sind 5% geschlechtsreif geworden, wie die anderen Jungen auch. Und sie haben, ich glaube, genauso viel gefressen, 21.925. Das waren die jungen TMR-Fresser. Ja, die Fressmenge ist die gleiche. Und sie sind auch null produktiv. Sie haben 351 Liter Gülle gemacht. Die haben etwas mehr Gülle gemacht. Also wenn man TMR frisst, muss man wohl mehr pinkeln. Ist wohl harntreibend oder so. Ja, aber was die Geschlechtsreife angeht, ist es gleich. Oh, und die Preise, die hier sind mehr wert als die da. Obwohl sie den gleichen Grad an Geschlechtsreife. Oh, und auch hier haben sich die Preise verändert. Die TMR-Kühe sind 2400 wert plötzlich. Die sind von einem Tag auf den anderen doppelt so viel wert geworden. Mehr als doppelt so viel wert. Die waren 900 paar zerquetschte wert. Und jetzt, die haben einen Tag gefressen und sind so viel mehr wert, die Erwachsenen. Aber die haben wir auch für 1400 gekauft. Also nach dem Kaufen haben sie ja immer einen Wertverlust. Und die hier sind 400 Euro weniger wert. Also schon zwischen TMR und Heu ist ein ziemlicher Unterschied. Jetzt gucken wir mal nach den Grasfressern. Fangen wir erstmal bei den Alten an. Die haben hier auch nur 969 an Wert. Die sind also fast gleich geblieben. Was haben sie gefressen? Ungefähr das gleiche wie die anderen. Die waren ja bei 18.000, das ist fast dasselbe in Grün. Die haben sehr viel weniger Gülle produziert. Weniger als halb so viel. Gucken wir mal hier bei den alten TMR. Ja, 2500. Und hier die alten Grasfresser haben nur 1000. Das heißt, die Gülleproduktion ist auch von dieser Produktivität beeinträchtigt. Und die sind auf null Gesundheit. Ich glaube, das waren die Heufresser. Nein. Die sind auf 72%. Das ist interessant. Ah nee, das sind jetzt die Jungen. Und die haben noch keinen Ansatz zur Reproduktion gezeigt. Wir haben ja auch die Limousin-Altgrasfresser. Der Wiederverkaufswert ist der gleiche wie bei den Angus-Rindern. Hier auch jeweils 0. 1000 Liter Gülle, 18.000 Liter gefressen. Das heißt, die Limousin-Rinder verhalten sich genauso wie die Angus-Rinder. Und jetzt haben wir hier noch nicht die jungen Angus-Grasfresser geguckt. Die sind auch inzwischen 5% geschlechtsreif und haben genauso viel gefressen wie die anderen, haben aber weniger gepinkelt. Und die Gesundheit ist hier auch noch auf null. Und der Verkaufspreis ist im Vergleich zu den Heufressern
weniger als halb so viel und im Vergleich zu den Angusrindern irgendwie ja ein 2,5. Also irgendwas zwischen der Hälfte und einem Drittel. Ja, also wir haben hier spürbare Unterschiede zwischen den Fressmethoden. Okay, ich hoffe, es geht euch trotzdem gut, obwohl ihr nur Gras zu fressen kriegt. Und ich hoffe, dass ihr bald gesund seid. Ja, ich werde jetzt wieder pennen und dann gucken wir uns das nochmal an. So, jetzt ist Oktober und wir gucken mal, wie die sich entwickelt haben. Man sieht ihnen ja leider nicht an, wie sie wachsen und wertvoller werden und dicker werden und so. Also müssen wir hier wieder Zahlen durch die Zahlen wüten. Vielleicht gucken wir erstmal die Alten an. Also die sind bei 100% Gesundheit, 100% Produktivität und sind 20% reproduziert. Also das verstehe ich so, das wird dann immer mehr und wenn sie bei 100% angekommen sind, dann gibt es ein Baby, plopp. Und ja, sie haben jetzt noch 13.500 Liter zu fressen. Ich überprüfe mal, ob das bei allen gleich ist. Jeweils hier die Alten. Ja, die haben auch 3.500 Liter und die haben auch ungefähr 3.500 Liter. Also die Fressmenge ist gleich geblieben, also ist wieder gleich bei allen Tieren sozusagen. Von 18.000 runter sind es 4.500, das heißt, sie haben auch genauso viel gefressen wie gestern. Oder sie haben gestern genauso viel gefressen wie vorgestern. So, was haben wir sonst so? Die sind 2.538 wert. Das waren sie, glaube ich, gestern schon. Und diese hier, die Heu fressen, sind inzwischen auch 2.538 wert. Also das ist wahrscheinlich der oberste Wert, den man erreichen kann. Werden wir noch sehen, aber ich könnte mir das so vorstellen. Da sind die Heufresser jetzt auch angekommen. Die haben inzwischen auch eine Gesundheit von 100% und haben auch 10% Reproduktion. Die hier haben schon 20. So, gefressen haben das Gleiche. Die Gülle müsste hier wahrscheinlich auch höher sein, ja. 5.000 gegenüber 4.000. Das heißt, die haben wieder genauso viel Gülle wie am Vortag produziert. Und jetzt die, die nur Gras fressen, die sind wertvoller geworden, aber langsamer wieder. Haben die gleiche Menge gefressen. Haben genauso viel Gülle produziert wie am Tag davor und sind immer noch bei 0% Gesundheit. Das heißt, irgendwie werden die nicht so richtig fit und gesund mit ihrem Grasfutter und 0% Reproduktion bisher. Jetzt die jungen Zuchtrinder. Also nee, Zucht nicht, Mastrinder, Mastrinder eher. Die sind jetzt bei 11% Geschlechtsreife. Haben ja wieder ziemlich wenig gefressen. Das muss ich mal ausrechnen, aber sieht aus, als wäre das das gleiche wie am Vortag. Die Gülle ist genauso viel wie am Vortag. Das summiert sich ja hier immer. Und 460 sind die wert. Die sind jetzt auch 460 wert, die die Heu fressen, haben auch 11% Geschlechtsreife, Gesundheit 100%. Und diese hier, die sind 100% produktiv und die sind 0% produktiv.
Merkwürdige Zahl. Sie produzieren ja auch ordentlich Gülle. Nee, das sind die wertvollen. Hier, aber auch 0% Produktivität. Sie produzieren auch Gülle, halt weniger, weil sie noch jünger sind. Und hier unsere Graskandidaten sind immer noch bei 0% Gesundheit, aber die Geschlechtsreife schreitet voran. Ja. Okay, dann werde ich mir mal die ganzen Zahlen notieren und dann nochmal schlafen. So, wir haben jetzt November. Gucken mal bei den anderen Kühen rein. Aber die sehen genauso aus. So, was mir beim Zahlenaufschreiben aufgefallen ist, ist, dass die jungen Kühe, dass die im Oktober mehr gefressen haben, nee, also im September haben die mehr gefressen als im August. Also mit jedem Monat, den die wachsen, fressen die mehr und sie machen auch mehr Gülle. Bei den Alten bleibt das aber gleich. So, jetzt gucken wir hier mal wieder durch. Fangen wir wieder mit den Alten an und der totalen Mischration. Die sind hier bei 2653 wert. Das hätte ich mir auch aufschreiben müssen. Aber ich kriege sonst echt einen Zahlenkoller, wenn ich noch mehr aufschreibe. Ich würde sagen, bei den Werten, das gucken wir jetzt zwar an, aber abgerechnet wird am Schluss, würde ich sagen. Die sind schon 30% reproduziert und haben wieder die gleiche Menge gefressen und wieder die gleiche Menge Gülle produziert. Ja, und die alten Heufresser sind bei 20% Reproduktion. Das heißt, die hinken einfach einen Monat weiter hinterher. Die haben wahrscheinlich länger gebraucht, um voll gesund zu werden, weil sie nicht die totale Mischration kriegen und hinken jetzt einfach hinterher. Aber vielleicht, ja, bleiben die dabei, dass sie einfach nur einen Monat länger brauchen. Gucken wir hier nochmal. 21 Monate sind die alt, ja. Das stimmt bei beiden. Fressmenge ist auch gleich geblieben, auch die Güllemenge. Und hier haben wir die jungen, nee, die alten Grasfresser. Die sind immer noch auf 0% Gesundheit und bei 0% Reproduktion. Sind aber etwas wertvoller geworden. Also die kriegen nicht so recht den Drive, sich zu vermehren. Okay, die Jungen sollten wir auch noch kurz angucken. So. Ja, ich check mal einfach die Fressmenge, die sie noch drin haben. 20.011. Und hier sind die anderen Jungen. Das gleiche. Okay, also von der Fressmenge her sind die gleich. Die sind 16% geschlechtsreif, Gesundheit 100%. Die hier auch. Die sind auch gleich wert. Also die Heufresser gleichen sich ziemlich den TMR-Fressern an. Und die Grasfresser sind zwar auch schon 16% geschlechtsreif, aber 0% gesund. Und auch vom Wert her hinken die deutlich hinterher. Und vergleichen wir hier nochmal die Limousin mit den Angusrindern. Das sind ja beides Grasfresser. Haben die gleichen Fressmengen und alle Gesundheit 0, Reproduktion 0. Und der Wert ist gleich. Also ich daher schließe ich mal ganz dreist, dass das, was ich hier mit den Angusrindern durchziehe, dass das auch für die Limousin-Rinder gilt. Okay, ich würde sagen, ich schlafe jetzt einfach mal mehrmals und vielleicht bis die TMR-Kühe sich reproduziert haben oder so.
und dann sehen wir, wie sich das entwickelt hat, weil sonst wird es einfach zu viel, immer wieder Zahlen durchgehen, dann schwirrt nicht nur mir, sondern auch euch der Kopf. Und darum schauen wir jetzt mal, bis wir nennenswerte Ergebnisse haben. Wobei ich finde jetzt schon erhebliche Zwischenergebnisse. Man kann jetzt schon ganz klar sagen, es ist auch bei den Fleischrindern nicht egal, was man ihnen füttert. Mit Gras kriegen die einfach ihren Hintern nicht hoch. Okay, bis gleich. So, wir haben inzwischen Mai und die alten TMR-Angus-Rinder stehen kurz vor der Niederkunft. Ich dachte mir, das wollt ihr vielleicht miterleben. Die sind jetzt bei 90% Reproduktion und die, die Heu fressen, sind bei 80%. Das heißt, die haben einen Tag verloren, ganz am Anfang, und jetzt sind sie aber immer direkt hinterher und sind nur einen Tag später dran. Gefressen haben die jeweils immer 4500 Liter. Ich habe natürlich nochmal nachgefüttert, logischerweise. Und die Jungen haben von Monat zu Monat mehr gefressen und auch mehr Gülle produziert. Und die sind jetzt alle 50% geschlechtsreif, weil sie sind ja gleich gealtert. Und was man hier noch sehen kann, ist, die Alten werden immer wertvoller. Ich habe ja mal zwischendrin geglaubt, das ist wohl der höchste Wert. Nein, nein, das stimmt gar nicht. Da haben nur die Heu-Alten, haben die TMR-Alten eingeholt und die werden jetzt trotzdem beide von Monat zu Monat wertvoller. Und das sollte man nochmal im Auge behalten, denke ich. Und auch die alten Grasrinder werden auch von Monat zu Monat wertvoller, aber die hinken massiv hinterher. 1250 gegenüber 3125. Da sind sogar schon die jungen TMR-Rinder sind schon wertvoller als die alten Grasfresser. Ja, gut. Wir gucken uns dies hier nochmal an und schlafen dann kurz. Und dann vermute ich mal, dass die TMR-Angus-Rinder sich verdoppeln. Dass wir plötzlich 20 in dem Stall haben. So. Und meine Idee wäre, dass wir dann noch einen Tag länger abwarten, bis auch die Heu-Angus-Rinder, die alten, ihre Kälbchen gekriegt haben. Und dann machen wir mal einen Zwischenkassensturz. So, jetzt bin ich mal gespannt. Jetzt machen die das hier aber spannend. Ah, guck, da sind die Babys. Jo, 0 Monate, die sind auch schon ziemlich gesund, sind auch schon relativ wertvoll. Und jetzt wird in diesem Stall natürlich mehr gefressen, das ist klar. Ich sollte da vielleicht auch gleich nochmal Futter nachfüllen. Ja. Die sind jetzt 3166. Das sollte ich mir eigentlich auch noch aufschreiben. Aber da hatte ich ja gesagt, da warten wir am Schluss und machen dann Kassensturz. Und sehen wir, ob die noch wertvoller werden. Und die jungen TMR-Rinder, also die Teenies, die sind jetzt schon 1384 wert. Und die Heufressenden sind genauso viel wert. Ja, also ich werde mal in den Ställen der Alten nachfüllen. Zumindest mal gucken, die Grasfresser. Ja, die brauchen alle Futter nach. Ich mache also mal eine Futternachfüllrunde. Ach, da kann ich euch was zeigen. Ich habe mir einen neuen Anhänger gekauft, der das besser erledigt. Kann ich hier einsteigen? Nein. So, hier sind wir jetzt drin.
Der ist voll mit Heu. Wir sind hier auch in dem Heustall. Und ich starte mal das Überladen. Und das ist einer, der das einfach so hinten rausschiebt, der nicht kippt. Und dann geht das Ganze problemlos. Jo, das werde ich jetzt in allen Ställen machen. Und dann treffen wir uns wieder zur nächsten Übernachtung, dass auch die alten Heurinder ihre Kälber bekommen haben. Es ist Juli und auch die Heukühe haben Kälber bekommen. Große Kälber, wie man sehen kann. Ja, ich würde sagen, wir gehen mal kurz durch die Zahlen durch. Und da jetzt aber 11 Monate rum sind, dachte ich, es macht eigentlich Sinn, noch mal einen Monat zu schlafen. Dann haben wir ein ganzes Jahr rum und können dann sozusagen eine Jahreszusammenfassung machen. Und dann möchte ich gerne noch zwei andere Sachen einzeln untersuchen, aber nach dieser Jahreszusammenfassung. Also hier sieht man bei den Limousin-Kühen, die Gras fressen, haben wir die gleichen Werte wie bei den Angus-Rindern, die Gras fressen. Woraus ich schließe, dass sich Limousin-Kühe ähnlich verhalten wie Angus-Rinder. Ja, dann haben wir hier bei den alten grasfressenden Angus-Rindern immer noch null Gesundheit und überhaupt keinen Ansatz zur Fortpflanzung. Das ist ein gigantischer Unterschied zu den anderen Fütterungsmethoden. Gehen wir zu den anderen alten. Die Heurinder, die haben ja mit einem Tag Verspätung dann auch Nachwuchs gekriegt hier. Das wirkt sich natürlich finanziell aus, weil die sind jetzt einfach noch jünger und hinken immer einen Tag hinterher. Aber ich würde sagen, der Unterschied ist ja relativ gering zu den totale Mischrationsrindern, die jetzt schon wieder die nächste Schwangerschaft haben, Trächtigkeit, und die halt gestern schon ihren Nachwuchs bekommen haben. Ja, also die sind relativ dicht beisammen und Gras ist komplett abgeschlagen, was die Reproduktion angeht. Und bei den Jungen, und hier die Werte, also wie wertvoll die sind. Die alten, das ist immer noch gestiegen. In der Richtung will ich auch noch was weiter gucken über das Jahr hinaus, aber das erkläre ich euch dann gleich. Bei den Jungen haben wir hier die TMR-Jungen, die sind jetzt 1499 schwer wert und die Heufressenden auch. Die haben allerdings ein bisschen weniger Gülle produziert. Hier haben wir 11.000 Liter Gülle und die jungen Heufresser haben nur 8.995 Liter Gülle produziert. Wenn man die verkaufen würde, wären die also ein bisschen weniger wert dadurch. Und die jungen Grasfresser sind auch sehr abgeschlagen, haben deutlich weniger Gülle produziert, sind immer noch null gesund. Mit der Geschlechtsreife hat geklappt, das läuft und läuft, aber sie sind auch erheblich viel weniger wert. 599 gegenüber 1499 bei den jungen Heufressern. Ja, also da kann man jetzt schon ganz klar sagen, Gras füttern macht eigentlich keinen Sinn, wenn man hier Zuchtrinderhaltung betreibt. Bei der Milchproduktion auch nicht, aber das ist ein extra Thema und das ist ja irgendwie auch schon bekannt. So, wir pennen jetzt hier nochmal. Ja, wir machen das so. Ich penne. Und dann fasse ich die ganzen Zahlen auch mal zusammen. Wir gucken uns das nochmal an.
im Spiel und gucken dann auch eine Zahlenzusammenfassung. Also ich werde euch nicht mit all diesen Hunderten von Zahlen traktieren, die ich da aufgeschrieben habe, sondern ich rechne das zusammen. Und dann sehen wir uns wieder. Okay, wir haben wieder August. Es ist ein Jahr vergangen und ich habe Zahlen ausgewertet. Jetzt gucken wir hier aber nochmal nach unseren Rindern, denn um die geht es ja eigentlich. Die Teenies sind noch nicht ausgewachsen, aber sie sind schon ordentlich herangewachsen. Ja, und die mit TMR gefütterten und die mit Heu gefütterten, fortpflanzungsfähigen Rinder haben Nachwuchs gekriegt. Das hatten wir ja eben schon. So, und jetzt gucken wir hier mal durch. Was habe ich gemacht? Hier habe ich jetzt die Preise genommen, die wir hier haben. Zum Beispiel hier die 1300 von den mit Gras gefütterten alten Angus-Rindern. Und die 3250 von den mit Heu und mit TMR gefütterten. Und ich habe außerdem insgesamt berechnet, was hat mich das Füttern gekostet übers ganze Jahr. Da habe ich dann die ganzen Preise von Gras, Heu, Silage, Stroh und TMR, das ich errechnet habe und so weiter, einen Durchschnittswert gemacht und dann die gesamte Futtermenge mit diesem Durchschnittswert verrechnet. Dann hatte ich einen ungefähren Futterkostenwert und ich habe so getan, als würde ich die alle verkaufen. Und hier kann ich halt 20 verkaufen, nämlich hier einmal die wertvoller gewordenen Altkühe und die Jungkühe. Und dann habe ich noch berechnet, wie viel Gülle die jeweils produziert haben und für wie viel ich die Gülle verkaufen könnte. Was ich nicht mitberechnet habe, damit es nicht zu komplex wird, ist, ich habe den Strohverbrauch nicht berechnet. Der war auch insgesamt eher gering, das musste ich übers Jahr gar nicht auffüllen. Und darum habe ich das einfach mal ignoriert. Wir haben ja auch keinen Mist produziert, den wir ja auch hätten verkaufen können. Also man hätte das Ganze auch noch komplexer berechnen können. Und wir würden auch andere Zahlen kriegen, wenn ich im einfachen Wirtschaftsmodus gespielt hätte und wenn ich im schwierigen Wirtschaftsmodus gespielt hätte. Denn dann wäre das Futter zum Beispiel teurer gewesen und so. Aber ich wollte es jetzt nicht zu kompliziert machen, sondern die Frage war ja eigentlich ganz simpel. Kann man mit Grasfütterung die Rinder auch profitabel aufziehen oder hat man da Einbußen finanzielle? So. Und jetzt gucken wir hier mal nach den Zahlen, die ich generiert habe für die Reproduktionsrinder. Also die, die wir schon ausgewachsen gekauft haben. Das sind hier die mit totaler Mischration gefütterten, die mit Heu und die mit Gras gefütterten. Und hier sind die Futterkosten übers ganze Jahr, die fiktiven Verkaufspreise und die fiktiven Gülleverkaufspreise. Und dann habe ich das alles miteinander verrechnet und den Profit ermittelt. Und man macht jetzt mit diesen 10 Kühen, das ist auch was, das hätte man auch anders machen können. Wenn man den Stall voller macht, dann lohnt sich der Stall mehr. Und so, da gibt es so viele Variablen, da kann man tausendfach berechnen und kommt dann auch zu leicht unterschiedlichen Ergebnissen. Aber ich denke mal, wir haben hier ziemlich deutliche Ergebnisse. Wir haben in dem Jahr 30.769 Euro Gewinn gemacht mit den 10 Kühen, die wir mit totaler Mischration gefüttert haben. Das kann sein, dass das hier auf den einen oder anderen Euro nicht stimmt, denn ich habe das mit Cent berechnet
und aber die Cent einfach abgeschnitten und dadurch können da Rundungsfehler drin sein. Ich denke mal, hier dürfte schon einer sein, denn hier haben wir eine 1, hier haben wir eine 1, da kommt keine 69 raus. Aber das geht dann um 1 Euro und da würde ich sagen, nehmen wir das mal nicht so tragisch. Ja, die mit Heu gefütterten haben deutlich weniger Futterkosten gehabt, ganz klar. Und haben im Verkauf weniger gebracht, obwohl ja die alten Rinder gleich viel wert waren. Aber die jungen Rinder sind ein Monat jünger gewesen und darum sind die jungen Rinder weniger wert im Verkauf gewesen. Darum hier der Unterschied. Und der Gülleverkauf hat insgesamt auch etwas weniger gebracht. Aber, und jetzt habe ich wirklich gestaunt, wir haben 1000 Euro mehr Gewinn mit denen gemacht, weil die Futterkosten so viel günstiger waren bei der Heufütterung, dass dies weniger und dies weniger nicht so reingeschlagen haben wie die niedrigeren Futterkosten. Es ist also bei dieser Art der Haltung, wenn man Rinder hält zum Reproduzieren und später verkaufen, ist es finanziell am günstigsten, wenn man sie mit Heu füttert, obwohl man einen Tag länger warten muss, bis die sich reproduzieren. Ja, und dann haben wir die Grasfütterung, die war natürlich am billigsten. Der Verkauf bringt aber nur 13.000. Die sind nur unwesentlich wertvoller geworden und sie haben sich vor allem nicht vermehrt, nicht ansatzweise. Auch der Gülleverkauf hat weniger eingebracht. Darum haben wir bei den mit Gras gefütterten nur einen Gewinn von 9.300 paar zerquetschte gemacht. Aber immerhin auch Gewinn. Man muss ja auch bedenken, dass es viel weniger Arbeit ist, mit Gras zu füttern, als mit den anderen beiden Sachen. Ja, aber der Unterschied ist so gravierend. Ich persönlich würde wahrscheinlich, wenn ich solche Fleischrinder halten würde, die mit Heu füttern. Weil dann spart man sich den Futtermischwagen und man muss halt zwar Heu machen, aber man hat den meisten Profit. Und jetzt gucken wir uns mal an, wie das mit den Mastrindern aussieht. Das ist im Prinzip die gleiche Tabelle, nur andere Zahlen. Hier sind die Futterkosten. Totale Mischration natürlich am teuersten, bis runter zum Gras. Der Verkauf ist hier bei beiden gleich, weil die haben sich ja noch nicht vermehrt. Und man würde die jetzt wohl auch noch nicht verkaufen, sondern erst, wenn sie ausgewachsen sind. Aber ich wollte hier mal einen Schlussstrich machen, damit das nicht ewig weitergeht. Und die mit Gras gefütterten sind massiv abgeschlagen. Der Gülleverkauf ist auch hier bei denen mit TMR am besten. Bei Heu etwas weniger und mit Gras sehr viel weniger. Und auch hier haben wir den größten Profit bei der Heufütterung. Aber die mit TMR ist auch gut, würde ich sagen. Und bei der Grasfütterung haben wir deutlich weniger, aber immerhin auch Profit gemacht. Ja, also Profit hat man jetzt mit allen Varianten gemacht. Das ist doch schon mal was. Und ich würde sagen, wenn man einen Stall investiert, macht es Sinn, gleich Erwachsene zu kaufen und die sich fortpflanzen zu lassen. Und dann macht man den allermeisten Profit pro Stall und Jahr. Gut, aber da hätte ich jetzt, was ich hier nicht berechnet habe, ist die Anschaffungskosten der Tiere. Okay, das muss ich nochmal mit reinnehmen. So, da habe ich jetzt die Werte mit den Kaufpreisen. Was noch nicht drin ist, ist natürlich der Kaufpreis vom Stall. Wenn wir das noch mit reinrechnen würden, dann wäre es ganz, ganz traurig. Das dauert etliche Jahre, bis sich das amortisiert hat. Aber
der Kauf der Rinder sollte ja mit drin sein, denn wir verkaufen die am Schluss ja wieder. Zumindest fiktiv. Ja, also die Ausgewachsenen haben ja ordentlich was gekostet. Jedes 1575, das sind dann also 15.750 für die jeweils 10. Und das ist gleich. Und ihr seht's wohl schon, hier sind wir in die roten Zahlen gerutscht. Bei der Grasfütterung machen wir jetzt keinen Profit mehr, sondern wir haben 6.413 Euro Verlust gemacht, obwohl wir die Kühe das ganze Jahr über gefüttert haben und auch Futterkosten hatten. Und ja, aber schon durch den Kauf und Verkauf haben wir schon einen Verlust gemacht. Ja, also man sollte keine Zuchtrinder, die sich vermehren sollen, ausgewachsene, mit Gras füttern. Sonst zahlt man drauf. Und vor allem, sie vermehren sich nicht. Gut, das andere Verhältnis ist gleich geblieben, aber natürlich viel weniger, nicht mehr 30.000, sondern nur noch 15.000 Paar zerquetschte, aber immer noch ist Heu das Beste. Und jetzt gucken wir bei den Mastrindern. Die sind jetzt natürlich dichter dran an den Zuchtrindern vom Profit, weil die im Kauf ja sehr viel weniger gekostet haben. Da kostet eins ja nur 300 und darum kommen wir auf 3.000 Kosten für den Kauf jeweils und haben hier auch wieder den besten Preis beim Heu. Und beim Gras immerhin einen kleinen Profit. Aber ich würde mal sagen, dafür lohnt sich's nicht, die Rinder zu halten. Und man kann immer noch sagen, wenn man solche Fleischrinder halten will, ist es am lukrativsten, Erwachsene zu kaufen und die mit Heu zu füttern. Ja. Und ich hatte ja schon angekündigt, dass ich da noch was weiter gucken will. Also ich will jetzt diese komplette Reihe nicht weiterführen. Aber was mich interessiert ist, wie hoch geht der höchste Wert vom Wert für die Alten? Da haben wir hier ja aktuell 3.250. Und da frage ich mich, wird das noch höher? Wenn ja, wie viel? Ich will jetzt keine 10 Jahre schlafen, aber noch einige Monate, sagen wir mal so. Und dann habe ich mich gefragt, wenn ich jetzt hier bei den jungen Rindern, die Gras gefressen haben, 2 Tage bevor die geschlechtsreif werden, denen noch totale Mischration dazugebe. Werden die dann gesund und kriegen die dann einen Wertsprung oder muss man die dann ein ganzes Jahr lang mit totaler Mischration füttern, damit die an die anderen rankommen? Ich werde jetzt also einige verkaufen. Erstmal werde ich hier diese verkaufen, die alten Grasfresser. Und ich werde die alten Heufresser auch verkaufen, samt Babys. Und bei den alten mit totaler Mischration werde ich alle verkaufen, bis auf einen von den alten, weil ich will da nicht ständig so viel füttern müssen. Und die jungen, da werde ich wahrscheinlich jeweils 9 verkaufen, wegen des vielen Futters. Und da will ich einfach nur sehen, am Schluss, wenn die ja bei 80% sind, ne, 12 Monate, also sagen wir mal, wenn sie 16 Monate sind, dann kriegen die noch totale Mischration dazu. Und dann schauen wir, wie der Wert steigt. Nein, das hier sind die. Ja, also wenn die hier 16 Monate alt sind. Gut, das mache ich jetzt nochmal und dann sehen wir uns nochmal kurz wieder. Das sind jetzt 2 Ergebnisse,
auf die ich einfach neugierig bin, die aber nicht zu dieser Grunduntersuchung dazu zählen, sondern noch so eine extra Frage praktisch. Okay, bis gleich. So, inzwischen sind die jungen Kühe 16 Monate alt. Und jetzt kommt der Tag, wo ich den Grasjungtieren totale Mischration gebe. Wir haben hier jetzt Verkaufspreise, die haben 830. Die, die besser gefüttert wurden, haben 2076, beide. Und hier auch, da haben wir ja ein altes Tier aufgehoben. Der Wert steigt von Monat zu Monat. Das waren 3.250, als wir uns zuletzt gesehen haben. Und jeden Monat ist es etwas mehr geworden. So, jetzt werde ich hier aber erstmal totale Mischration reinfüttern. So. So. Und jetzt gucken wir uns das hier nochmal kurz an. Ja, da ist jetzt Mischration drin. Und jetzt wird dieses Rind wohl ausschließlich von der Mischration fressen. Und dann gucken wir mal, ob das in 2 Monaten schafft, auf die volle Gesundheit zu kommen. Oder ob es länger braucht, wie der Wert steigt. Darum würde ich auch sagen, jetzt gucken wir noch mal täglich. So. Wird also geschlafen. Okay, schauen wir mal. Oh, wow. Das ist jetzt aber schnell gegangen, hey. Das ist jetzt von einem Tag auf den anderen auf 100% Gesundheit gekommen und hat sofort den Wert von den anderen gekriegt, die die ganze Zeit mit Heu oder totaler Mischration gefüttert wurden. Das heißt, bei den Jungtieren würde es durchaus Sinn machen, dass man die praktisch bis sie erwachsen sind oder bis. Ja, wenn sie erwachsen sind, dann würde man sie ja auch züchten wollen, wenn man sie dann nicht verkauft und dann brauchen sie was Besseres zu fressen. Aber wenn man sie sozusagen zur Geschlechtsreife verkaufen will, dann reicht es, wenn man ihnen mit 17 Monaten die totale Mischration geht und zack, springt der Wert nach oben. Hier, ich meine dieses da, der Wert ist auf den vollen Wert gesprungen, den die anderen hier auch haben. 2192, 2192. Das ist doch fantastisch. Und das heißt, das hat sich jetzt geklärt. Bei den jungen Rindern macht es Sinn, die am Anfang einfach mit Gras zu füttern und später nochmal einen draufzugeben und dann, ja, dann sind sie wunderbar. Man hat dann natürlich weniger Gülle unterm Strich gewonnen. Aber ich denke mal, das lohnt sich auf alle Fälle trotzdem, weil der hat jetzt ja einen Wertsprung von über 1000 Euro gemacht an einem Tag. Das eine Rind. Ja, was ich jetzt noch untersuchen werde durch ein paar Mal schlafen, ob sich das hier noch weiter steigert. Und dann sehen wir uns noch mal wieder. Eben gerade war dieses Rind 3.500 wert. Dann habe ich noch mal geschlafen und jetzt ist es weniger wert geworden. Ich schlafe jetzt noch einmal und wir gucken mal, ob es dann wieder weniger wert wird. Dann haben die wohl mit 36 Monaten oder so ihr bestes Alter und werden danach dann weniger wert. Mal gucken, ob das so stimmt. Das wäre ja auch interessant. So, jawohl. Ja, 3.416. Okay, also, die Erwachsenen
Rinder sind mit 36 Monaten am meisten wert und dann sind die 3.500 € wert. Und danach werden sie wieder weniger wert. Das ist doch auch sehr interessant. Oh, und es hat noch mal ein Baby bekommen. Doch, das ist ja süß. Das ist jetzt hier so ein unbeabsichtigter Nebeneffekt gewesen. Aber ist ja klar, 36 Monate, das sind dann noch mal 18 Monate rum. Ja. Okay, ich denke mal, jetzt haben wir das Thema relativ ausgiebig beleuchtet. Ist es auch ein stundenlanges Video geworden. Ich habe hier 4 Stunden gesessen und aber ich finde das ganz interessant, denn bisher hatte ich mich noch gar nicht mit den Fleischrindern beschäftigt. Da dachte ich so, na ja, gut, da kümmern wir uns mal später drum. Und jetzt habe ich zumindest einen Eindruck, wie viel Geld man mit denen verdienen kann und was Sinn macht, Heufütterung. Und interessant fand ich jetzt am Schluss nochmal, dass es bei der Mast der Jungtiere Sinn macht, die mit Gras zu füttern und ganz am Schluss mal totale Mischration draufzugeben. Wahrscheinlich könnte man auch Heu draufgeben, dann dauert es halt einen Tag länger oder so. Okay, dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen und alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.